Hallo und herzlich willkommen zurück zu Best of Zuschauer. Heute mal mit einem Spähpanzers Big Special. Ja, ich musste eine Weile üben, um das auszusprechen. Und wir fahren heute im ersten Gefecht mit Gerg 200 mit. Gerg 200 in seinem Spick aus dem Clan Die 5. Kompanie. Der Spick ist ein Stufe 7 Leittank der Deutschen. Und ihr seht es vielleicht, es ist ein eher modernes Fahrzeug. Es hat das Bundeswehrkreuz drauf. Und das Interessante an der Sache ist, das Fahrzeug kam aus der Community. Wargaming hatte nämlich keine Ahnung, dass es das Ding jemals gab. Ein alter Fahrer oder Mechaniker oder weiß der Geier was von eben diesen Spielpanzern hat sämtliche Daten an Wargaming geschickt und die konnten dahingehend dann diesen Panzer hier designen und ins Spiel bringen. Also ein Panzer aus der Community, gefahren von unserem Gerg. Wie immer habe ich das Replay vorher nicht gesehen, ich habe es einfach ausgewählt, wie ich es immer mache. Bei uns geht es hier um die Community, eure besten Runden, nicht die besten Runden der Welt. Mal gucken, was hier unser Gerg so anrichten kann. Ja, ein Stufe 9 Gefecht. Bisher ist Gerg ziemlich offensiv, aber so wirklich spotten tut er nicht. Ja. Er versucht jetzt hier mit seinem Team hier mitzufahren, denn die sind wirklich extrem offensiv. Guckt euch das hier oben im Norden an. Wir haben hier wirklich massig Mediums jetzt hier in der Seite des Gegners. Der Spick da oben hat überhaupt keine Chance. Der wird da oben gleich auseinandergepflückt. Und wir haben hier unten noch einen Carnivon. Den hat er auch gerade getroffen. Jagdpanther und hier rechts ist noch ein IS-3. So, mal gucken, was wir hier noch so aufmachen. Oh, der Carnivon hat gerade eben den 59-16 rausgenommen. Wir haben hier noch zwei Schuss im Magazin. Das Ganze ist eine 90mm Kanone. Mit 240 Durchschnittsschaden und 180 Pen. Also eine sehr gute 90mm Kanone, auch sehr präzise. Und 290 Schaden gerade hier einfach mal auf den Carnivore. Der nächste Schuss geht ebenfalls durch, auch ein sehr hoher Roll. Und jetzt müssen wir nachladen. Die Nachladezeit beträgt ungefähr 20 Sekunden. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich fahre den aber gerade selber, um die Leitmission zu machen. Und da haben wir jetzt ein E25 direkt vor unserer Nase. 484 HP sind noch übrig. Ein Schuss. Ups, ja. Da ist er raus. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Carnivore rauszunehmen. Ein Schuss noch. Oh, und der bounced. Na klar. So ist es ja immer. Der letzte Schuss bounced natürlich immer. Aber wir sind jetzt hier in der Flanke des Gegners. Der Carnivore dürfte rausgehen. Der T55 macht natürlich kurz einen Prozess mit dem. Und Gerg kann sich jetzt hier um den Typ 61 und den IS-3 kümmern. Wir sind bei 1224 Schaden bereits auf dem Zähler. Also sehr gut bisher. Und wir sind jetzt wirklich, ja, hinter den Linien des Feindes. Oh, schöner Schuss hier auf den Typ 61. Kriegen wir noch einen zweiten drauf? Oh, der zieht sich zurück. Aber kommt wieder vor, will hier unseren Gerg holen, aber Gerg lässt sich nicht holen. Gerg tötet. Ja, Typ 61 ist raus. Wir sind wieder im Nachladezyklus. Circa 20 Sekunden. Dann geht es hoffentlich auf den IS-3 weiter. Mal gucken. Ja, das Team da hinten, das geht noch. Die halten noch ein bisschen aus. Haben wir noch einen Rheinmetall und Jagdpanther. Hier rechts haben wir jetzt noch drei Mediums, die unseren Gerg hier ein bisschen unterstützen. T55 hinter uns, der auf Arti-Jagd geht. Das ganze Gefecht ist eigentlich schon gewonnen. Aber jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, drei schöne Schüsse auf den IS-3 zu sehen. Ja, das war der zweite. Und kommen wir noch einen dritten oder bounce der wieder? Nein, der ging durch. 21 HP stehen lassen. Oh, das ist schade. Aber gut, 21 HP, die sollten ganz schnell rausgehen. Und wir haben wieder mehr Schaden auf dem Zähler. Und sind wieder im Reload. Also, wenn ihr irgendwann mal Leitmissionen machen wollt für euer T55 oder Objekt 260, kann euch diesen Panzer hier wirklich nur wärmstens empfehlen. Der ist unglaublich lustig zu fahren. Den kann man wirklich auch mal offensiv fahren. Der hat 880 Hitpoints, natürlich keinerlei Panzerung. Ist auch nicht ganz der schnellste, aber er macht unheimlich viel Spaß mit die gute Kanone. Gut, Gerg klettert jetzt hier aus dem Wasser und greift nun den IS-8 an. Ihr seht schon, das Replay ist etwas älter. Ich hänge ein bisschen zurück, muss ich zugeben. Aber macht nichts, mit dem T10 hätte das ja auch funktioniert. Und kriegt man den dritten Schuss? Ja, wieder drei Schuss. Schön in die Seite des IS-8. Da dürfte wohl das ein oder andere Modul auch kaputt gegangen sein. Denn da, wo er hingeschossen hat, ist natürlich auch das Munitionslager. Wir sind bei 3057 Schaden mit einem Leitpanzer, mit einem Stufe 7 Leitpanzer in einem Stufe 9er Gefecht. Also hier ein sehr gutes Team erwischt. Gerg kann hier wirklich schalten und walten, wie er will. Und da holt er sich auch noch den IS-8 als Kill. Sehr schön. Zwei Schuss haben wir noch. Kriegen wir da noch vielleicht irgendwas auf den Jagdpanther 2? Na, ich würde jetzt nachladen und ranfahren. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Genau, dann macht das. Er lädt nach. Und mal gucken. Ja, ich würde jetzt eigentlich schon den Reload nutzen und schon mal ranfahren, um dann direkt die Kugeln rauszuhauen. Ich würde hier gar nicht so lange rumdümpeln, sondern jetzt kann man hier ruhig ein bisschen offensiver vorgehen, denn der Jagdpanther kriegt einen nicht mit einem Schuss raus.
636 HP sind noch übrig. Da müsste der Jagdpanther schon einen verdammt guten Roll haben und ihn vielleicht noch rammen. Und ja, deswegen einfach drauf, da nicht erst... ein Schuss aus der Fahrt hat den Jagdpanther 2 penetriert. Und jetzt holen wir uns noch das Objekt 212. Da kriegen wir noch einen Schuss drauf. Oder Bounce. Ha, sehr schön. Dritter Kill. 3792 Schaden. Jetzt wird es allerdings wahrscheinlich nichts mehr mit dem letzten Kill. Das war Gerg 200 von der 5. Kompanie. Wir sehen uns gleich wieder. Victory! Der liebe Gerg 200 hat 37.792 Credits ohne Premium mit nach Hause genommen. 4.257 Base XP. Das war ein Dreifach-Event. Ja, also nicht nur doppelt, sondern dreifach. Mit Premium hätte er sogar 6.384 XP mit nach Hause genommen. Also schon ziemlich übel. Hat sein Ace-Tanker sich wahrlich verdient. Plus High Caliber. Also Großkaliber hat er sich hier geholt. Unser Spähpanzer, der Light Tank, der Stufe 7 Panzer in einem Stufe 9er Gefecht macht mal eben 3800 Schaden und geht mit 3 Kills nach Hause und überlebt das Ganze natürlich wunderbar. Ja, wir haben auch durch Spot 579 Schaden an gegnerischen Fahrzeugen, also ganz ordentlich. Nicht gerade, ja, der Sinn und Zweck des Panzers hier, die ganzen Kills mit nach Hause zu nehmen und den Schaden zu machen, aber man kann es halt machen, ne? Nur von 18 Schuss ging nur einer daneben und das war ausgerechnet der Killshot auf den komischen Carnavon. Sehr schade, hätte er vielleicht noch einen Kill mitnehmen können. Aber ansonsten, von den 37.000 hat er 33.000 mit nach Hause genommen, also richtig, richtig schöne Runde. Und wir springen in Runde 2 mit einem Spähpanzer Spick. Bis gleich. So, da sind wir zurück mit Oboffi aus dem Clan Talentfreie Zone, wobei er da mittlerweile nicht mehr ist. Mittlerweile ist er zu Knife, We Are So Sharp, gewechselt. Ja, dem Spähpanzer, mal gucken, wie er diesen Spähpanzer spielt. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir hier auch mal auf Malinowka, ja der Karte, der Scout-Karte überhaupt, ob wir hier mal ein bisschen Scout-Action sehen. Einer seiner Kollegen hier, der andere Spick, der ist bereits schon vorne und guckt, ob irgendwas rüberfährt. Aber unser Oboffi fährt ganz nach rechts und sieht dort auch schon ein T-54. Ah, kriegt einen Schuss drauf. Ich würde jetzt auch nicht schießen. Das könnte nämlich schief gehen. Aber jetzt könnte er. Jetzt, oh, guck mal, er hat sich die Kette gezogen. Jetzt draufhauen. Ja, macht er. Durch zwei Büsche. Sollte dabei auch nicht aufgehen. Doch, er geht auf. Ist da nichts wie weg. Zwei Schuss im T-54 Lighting versenkt. Und erstmal wieder zurück in die sichere Kuhle hinter ihm. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir hier ordentliche Scout-Action sehen. Denn Malinowka ist ja natürlich prädestiniert dafür, Light-Tanks hier ganz nach vorne zu holen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, eventuell noch einen Schuss auf den Schiri zu kriegen. Nein, schade. Links auf den T-54 Light-Tank wird es wohl auch nichts, aber der dürfte gleich drauf gehen. 125 HP hat der nur noch. Und... ja, da steht einiges auf der 5. Die sollten den eigentlich gleich rausnehmen können. Haben aber gerade eben einen SCR 2 verloren. Also steht 1-0 für den Gegner. Hier sehen wir jetzt gerade durch unseren Oboffi ein Rheinmetall Borsig. Und ja, er kann sogar drauf schießen. Dürfte dabei nicht mal aufgehen. Denn der Rheinmetall Borsig steht zu weit weg von seinem Busch. Ein Tick weiter nach links. Ich hätte den letzten Schuss jetzt auch nochmal rausgehauen. Macht ja nichts. Wir haben es ja. Aber gut. 4 Schuss schon versenkt. Noch keiner neben gezimmert. Wir sind wieder im Reload, stehen hier aber wirklich günstig und der Rheinmetall Borsig geht halt wieder auf. Großartig. Wir haben hier interessanterweise, also erstmal, wir haben Tarnung drauf, das ist wichtig. Ja, sollte man auf einem Light Tank auf jeden Fall drauf haben. Der Rheinmetall Borsig ist mittlerweile nicht mehr. Und wir haben hier auch ein stationäres Scherenfernrohr. Kann man machen. Ja, den Spick kann man offensiv oder defensiv fahren. Wenn man ihn offensiv scouten lässt, dann sollte man hier eventuell auf Optiken sitzen. Oder wenn man ihn wirklich hier passiv in einem Busch stehen lässt, dann natürlich das Scherenfernrohr. Oh, da kommt ihm der T-54 Light entgegen. 700 HP, das sollte überhaupt kein Problem sein. Schuss durch den Turm. Ah, jetzt ist er offen. Ich würde jetzt rauffahren. Aber gut, er zieht sich zurück. Er macht das halt wirklich sehr, sehr sachte und gefahrlos immer auf Nummer sicher gehen. Ja, das muss ich mir auch noch angewöhnen mit meinen Light Tanks. Aber gut. Da haben wir jetzt Oboffi, der gleich nachgeladen hat. Mit einem T-54 direkt vor seiner Nase. Schöner Schuss, direkt in die Seite des T-54 und kriegt er den Kill. Ein Schuss fehlt noch. Der andere Spick schießt daneben. Und da haben wir den Kill Nummer 1 für Oboffi bei 1768 Schaden. Und wir sind wieder am Nachladen.
im Moment hat er jetzt hier absolut keinen Gegner mehr. Er kann jetzt hier wirklich verduften. Mal gucken, was er macht. Bin jetzt sehr gespannt. Er könnte jetzt durchfahren zur gegnerischen Basis. Das geht. Dem anderen Spick da hinterher. Oder er zieht sich zurück und agiert irgendwie über die 5er-6er Linie. Es geht beides. Kann man jetzt auf Malinowka machen? Okay, er entscheidet sich hier wirklich für den Angriff in die gegnerische Basis, einzelner Vorstoß, um hier seinen Rheinmetall-Borsig sich der Su und dem IS-3 hinter sich ein wenig Ziele zu bieten. Bin ich mal gespannt. Jetzt geht's hier auf jeden Fall in Richtung Schiri. Rechtsklick drauf und ja, da ist der Kill. Nummer 2. Hat erst einen einzigen Treffer vom Schiri kassiert. Ist jetzt wieder im Reload. Und wir sind bei 2125 Schaden, 2 Kills. Und wir sind mittlerweile in der gegnerischen Basis. Ja, ich sag ja, der Spick ist wirklich ein extrem lustiges Fahrzeug. Kann ich euch echt nur empfehlen, den mal auszuprobieren. Denn von den Lights hat er mir von allen am meisten Spaß gemacht. So, mittlerweile geht's da oben, wie immer in Malinowka, ziemlich zur Sache. Der Hügel ist aber besetzt von unserem T-54 und deren T-54 und T-44 greifen gerade unsere Position an. Unterstützt von dem MI-03 und Comet, alles hier oben. Da können wir im Moment nichts machen. Unser Oboffi fährt jetzt aber hier langsam vor, nicht etwa über rechts, wo er eventuell safe ist. Nein, er bleibt hier bei den Häusern, um natürlich so viel wie möglich Sicherheit zu haben. Und jetzt kann er hier dem MI-03 schön in den Rücken schießen. Oh, sowas lieben wir. Aber der erste Schuss ging daneben. Ihr seht, wir sind kein ordentlicher Sniper. Macht aber nichts. Zweiter Schuss daneben. Eventuell der dritte. Los, kommt 240 Schaden. Die können wir jetzt gebrauchen. Oh ja, schön. 234. Und da geht der Stufe Emil auf. Schade, wir haben leider gerade Reload. Ja, also schnell wieder zurück. Unser Oberfi ist ja gerade eben aufgegangen. In Sicherheit. Denn wir haben hier absolut nichts mehr in deren Basis. Oberfi kann hier schalten und walten, wie er will. Sehr schön. So, wir haben nachgeladen. Liebster Comet. Oh ja. Eventuell den ein oder anderen Schuss hier auf den Comet. Na? Oh, jetzt kommt hier eine ISO. Oh, die ist aber echt spät aufgegangen. Und die wurde, glaube ich, auch nicht von uns gespottet, sondern irgendwo hinter uns. Der wird geschossen haben. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir ihn auf? Nee, das wird nichts. Das sind 4 oder 5 Büsche. Da musst du näher ran. Aber er sieht dich auch nicht. Sehr interessant. Ja, jetzt stehen sich hier zwei Panzer wirklich nur 50 Meter gegenüber oder 100 Meter und absolut keine Chance, dass sie sich gegenseitig sehen. Großartig. Da ist er. So, erster Schuss ging in die Su-122 Vibuta, zweiter Schuss gleich hinterher, dritter Schuss ebenfalls, hat jetzt aber hier gerade eben einen Schuss kassiert. Dieser ist aber gebounced. Oh, ist das gemein. Wir haben hier ein Fahrzeug wirklich ohne Panzerung und die ISO-122 ist da wirklich abgeprallt an ihm. Huh, hat er Glück gehabt. Aber gut, den Schuss hätte er sich aber wirklich fangen können. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind bei 3144 Schaden. 2 Kills. So, ein paar Gegner sind noch übrig. Aber auch hier wirklich relativ wenig Spotting-Action. Das heißt, er macht für sein Team eher wenig auf. Hat wenig Chancen dazu. Geht hier wieder auf Nummer sicher und versucht von hinten mitzuwirken. Hat jetzt das Objekt da von Skill gerade ein bisschen getrackt. Zwei Granaten konnten nochmal penetrieren und schon ist er wieder im Reload. Und jetzt Positionswechsel. Er versucht jetzt auf die 8 zu kommen, schätze ich, um das Objekt von hinten nochmal anzugehen. Bis dahin sollte er auf jeden Fall nachgeladen haben. Er hat jetzt schon nachgeladen. Kann er das hier gegen den MI-03 verwenden? Oh, da rechts ist ein Black Prince aufgegangen. Da muss er ein bisschen aufpassen. Black Prince hat natürlich noch viel zu viel HP. Den kriegt er nicht mit einem Magazin raus. Und jetzt heißt es auf das Team vertrauen. Links ist das Objekt. Den kann er jetzt eigentlich mitten hier stehen bleiben und angreifen. Das ist überhaupt kein Problem. Keiner sieht ihn. Aber er will den Black Prince. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Light Tank gegen Stufe 7 Heavy Tank. Rechtsklick drauf. Schön warten, bis er an der Seite ist. Erster Schuss versenkt. Zweiter Schuss versenkt. Black Prince schießt daneben. Dritter Schuss versenkt. 50% HP weg. Und jetzt haut er ab und der Black Prince schießt nochmal daneben. Oh, das ist Pech. Ja. Black Prince wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ein weiterer Schuss vom MI-03 nur in die Kette. Da hat er Glück gehabt. Das waren sogar beide Ketten. Und jetzt hat er nachgeladen. Black Prince einen weiteren Schuss in den Hintern gejagt und der fährt nochmal raus. Guckt euch das an. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, alle drei Schüsse an Land zu bringen. Leider blieben noch ein bisschen HP stehen. Aber das sind mal eben 5082 Schaden und 2 Kills. Victory! Unser Oboffi hat hier
den Sieg mit nach Hause genommen. 74.427 Credits, 5.222 XP, zweifach. Ja, das davor war dreifach, jetzt haben wir zweifach. Ace Tanker wahrlich verdient, ja, und natürlich auch High Caliber und den Tanker Sniper. Der Tanker Sniper, alles was über 300 Meter, ja, mindestens 8 Schuss und 85% Genauigkeit sollte nicht unterschritten werden, trifft, dann gibt es hier diese Medaille. Hat er hier wirklich ganz gut mit nach Hause genommen. Wir haben hier in beiden Teams, oh Mann, ja, der kleine Stufe 7 Light hat es hier allen gezeigt mit 5000 Damage. Das Objekt 704 vom Gegnerteam hat gerade mal weniger als die Hälfte, also irre. Ja, 2 Kills mit nach Hause genommen und wir haben hier 74.000 Credits mit nach Hause nehmen können und davon gehen natürlich für die Munition einiges drauf, für die Reparatur so ein bisschen und 46.000 bleiben natürlich auf dem Konto. 25 Schuss abgegeben, 22 davon penetriert, das macht summa summarum 5.000 Schaden, ganz ordentlich und nur 4 Schuss kassiert und wirklich kaum einer hat Schaden gemacht. Also da hat er wirklich Glück gehabt, gerade bei dem M103 und ISO 122S, die haben ja auch beide wirklich, ja, sind gebounced oder haben nur die Kette getroffen, also richtig Schweigen gehabt. Und auch hier durch Spotting 1000 Schaden fürs Team gemacht, das ist relativ wenig. Ja, für eine Stufe 7 Light Tank, da geht weit mehr. Allerdings kann man mit dem Spähpanzer oder mit allen 7er Light Tanks ja, quasi auch mal defensiv supporten, so wie er es gemacht hat, von hinten drauf snipern, das geht. Ja, das machen die meisten Mediums ja sowieso. Und solange man sich auch bewusst ist, dass man in einem Spähpanzer sitzt und dann, wenn es wichtig ist, auch die Rolle des Spähens, also des Scoutens, übernehmen kann am Ende eines Matches, ist das auch kein Problem. Ja, die Spähpanzer sind nicht am Anfang wichtig, oftmals nicht, sondern am Ende eines Matches. Ja, also haltet eure HP zusammen, das haben beide Spieler hier gemacht und dann hat man auch wahrlich gute Chancen, zum Schluss noch den einen oder anderen Kill zu holen oder das Team zum Sieg zu führen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Best of Zuschauer, wenn ihr selbst dabei sein wollt, dann schickt mir eure besten Replays einfach an die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung und ladet sie vorher, ganz wichtig, auf wotreplays.com hoch, denn mein Postfach ja, würde sonst überquillen bei 2 MB pro Replay. Wir sehen uns demnächst wieder und macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.